Damit kann es weitergehen mit Let's Play Disaster Report 4. Ich bin es, Simon Simafex. Beim letzten Mal haben wir hier eine Leiche gesehen mit einem Messer im Rücken. Und ganz viele Flugers sind damit, die gerade den Tresor ausräumen. Und ich denke mal, das sollte man uns mal ein wenig genauer anschauen. うるさいわね。そんなの知らないわよ。ただ、私は自分の宝石を集めているだけ。誰にも渡さないわ。よく見ると、彼女は怪我をしているようだ。 怪我は大丈夫ですか? 怪我?心配してるふりをしても、私の宝石はあげないわよ。 Okay, lassen wir sie jetzt erklären. Ne, ich gebe dir sicher nicht mein einziges Verbandszeug, Mann. Der Nice ist gerade abgestochen und beklaut ihn jetzt. Und kein Mensch stört es. Ja gut, wieso soll es mich stören? Ich mache einfach mein Ding und hau ab. Kann ich da überhaupt jetzt raus? Alter, geh halt durchs Fenster oder so. Oder muss ich mit der das machen? Das kann natürlich auch sein. Wahrscheinlich muss ich dir erst mein blödes Verbandskit geben, oder? Das finde ich ja richtig kacke, Mann. Ich will nur einen Schlüssel für die Tür, Mann. Muss ich schon wieder zu der Tante hier rein. Übrigens, meine Klamotten gefallen mir. Aber ich hätte gerne noch so ein schönes Oberkochmützlein bekommen. So, bin wieder da. Immer noch hier am Stehlen. Yeah. Das ist ein Bookshelf. Super. Oh, tja, muss ich halt erstmal an den Tresor gehen, den ausrauben, um den Schlüssel zu bekommen. Das war aber nett. Also ich konnte da nichts dafür, kann mir niemand hier vorwerfen. So, und die lassen wir da einfach weiter stehlen, Mann. Kein Mensch auch was sagen. Vielleicht kommt man zu den Polizisten wieder zurück. So, du hast jetzt einen Schlüssel, also geh da durch. Flieh vor der Mörderin, Mann. So, jetzt sind wir auf der anderen Seite des brennenden Gebäudes. Das ist schon mal gut. Das ist ein Polizist, das können wir dem nur sagen. Okay, gut. Ihnen scheint das nicht allzu sehr zu interessieren. So. Jeder für sich selbst. Erstmal speichern. Was ist eigentlich aus unserer netten Lehrerin geworden? Die haben einfach eiskalt zurückgelassen, Mann. Da war doch mal dieser nette Typ, der uns geholfen hat. Was soll ich jetzt machen mit ihnen? Oh mein Gott. Mir ist jetzt wurscht, Mann. Ich muss einfach nur heraus, das ist unser Ziel. Jetzt wird niemand mehr geholfen. Jetzt laufen wir einfach. Yo. I went for Julie near the Asse and headed south. Okay. Wahrscheinlich hätten wir jetzt hier noch mehr machen können. Ich weiß nicht, irgendwie dem Geschäft helfen können. Vielleicht hätten wir der helfen können, dann hätte sie uns Juwelen geben können und dann hätte man das vielleicht der in dem Restaurant geben können, die jetzt wahrscheinlich vor der Insolvenz steht, aber als man dagegen nicht versichert. Naja, gegen höhere Gewalt, glaube ich, weiß ich nicht, ob man sich dagegen versichern kann. Okay. Ist, hä? Hä? Sind wir irgendwie in eine andere Stadt gegangen? Ja, wir sitzen ja eigentlich relativ friedlich aus. Aber die Menschen benehmen sich ganz normal. Aha, 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 das ist doch unser IT-Chef, oder? Wenn ich mich recht entsinne. So, wo ist denn mein Freund?
Guck mal da rein. Komm schon. Sehr schön. Türen einfach. Die Türen, die nicht abgesperrt sind, sind immer noch meine Lieblingstüren. So, da ist jetzt so das Symbol aufgeploppt. Ich denke mal, unser guter Maxi hat jetzt hier langsam mal Hunger. Aber solange das nicht rot ist, pff, braucht er doch nichts, oder? Gut, dann geht's nicht rein. Also das mit den Türen, das kotzt mich echt an, Mann, dass man da immer 10 Stunden drücken muss, bis meine Tür öffnet. Wo bin ich nun? Ach so, ich, okay, oben. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Aber ich sage ja hier, also ist ja so gut wie nichts eingestürzt. Das ist eh seltsam. Was am I, SSR, company stock, what to do? At this rate, I won't be able to pay off the loan on my house. Alter Mann, die arbeiten aber weiter. I don't think we can return home. There's not much to do if we stay here any longer. Ja, was wollt ihr denn machen? Warten, bis das Gebäude auch einstürzt, oder? Ihr habt echt einander Klatsche. Should I go to Kerberos now, before it's too late? If the stock price will keep falling, it's over. Ihr seid so doof, Mann. Die arbeiten einfach halt eiskalt weiter. Schauen sich nur ihre Aktien an. Weil so sind die Banker von heute halt. Okay. Hey! Hey! Wir schreien einfach weiter. So, was, aber wen ich eigentlich treffen will, ist diese seltsame IT-Menschen. サーバーは大丈夫なんだろう。なら、どうしてうちの株価が下がってるんだ。サーバーは別の場所に分散して設置してあるので大丈夫です。ただ、なんだ。ライバル企業のケルベロスがうちが震災で取引できないとデマを流しているようです。なんだって？それで、相馬と中西は？ 総務部長は広報室におられます。中西専務とは連絡が取れません。中西のやつ、まさかこの機にライバル会社に。社長、なんてこと。とにかく中西を探せ。私は相馬のところへ行く。なんだ、お前は確かカーディーラーでぶつかられて気絶してたやつだな。 目障りなやつだ。あまりうろちょろするなよ。あの、どちら様でしょうか。社長のお知り合いのようですが。社長秘書を仰せつかったものです。 秘書ですって？社長が私以外に秘書を？社長は私のことも信用してくださっていないのだろうか。私自身現時点で特に罷免されたわけではないので、職も全うさせていただきます。申し訳ありませんが、今日のところはお引き取りください。Ah, die Art der Zwietracht haben wir gelegt. So. Der Typ, Mann, das ist der ultimative Bösewicht im Spiel. Ich weiß zwar nicht, wen wir ihn besiegen können mit unseren lustigen Klamotten hier. Aber irgendwie werden wir es schon schaffen. So, wo geht's denn hier wieder runter? Gut. Aber ganz ernsthaft, also wenn ich mir überlege, dass 10 Meter weiter so ein gigantisches Erdbeben war, alle da Angst haben, die ist eigentlich relativ entspannt. Ich meine, keine Scheiße, die arbeiten einfach eiskalt weiter, Mann. Und hier auch auf der Straße. Wahrscheinlich gehen die gerade doch shoppen hier, oder? Mm.
みんな地震が起きて大変な思いをしてるとか道端で歌ってるなんて不謹慎じゃないか。 どんな時に歌おうがその人の勝手だろ。なんだと？邪魔なら場所を変えるわ。なんだなんだ、可愛げがないな。可愛げ？歌うのに可愛げが必要なの？別にそういうわけじゃ。 Also ich muss sagen, leider stimme ich dem ein bisschen zu, weil ganz ernsthaft, aber ich meine, die alle sind hier nicht aktuell so der richtige, so richtig bestürzt von den Erdbeben, aber jetzt erwischt es sie doch. Oh nein, oh nein, oh nein. Und damit haben wir das erste offizielle Game Over Screen. Ja, ich habe mich schon gewundert, wann der erste kommt. Bitte muss ich jetzt nicht zum letzten Speicherpunkt, der war ja ewig weit hinten. Der IT Company Vessler is having a difficult time due to stock decreasing. Aha, schau. Wir sind hier richtig detektiv. Wahrscheinlich wurde das hier von dieser IT-Firma ausgelöst, das Erdbeben. Sorry, mir echt, wo der Speicherpunkt ist. Aber da hier so viele Menschen sind, wird der jetzt wahrscheinlich nicht so weit zurücklegen. Ansonsten müssen wir jetzt leider einen kleinen Cut machen. Ah ja, ist ja eh direkt hier. Okay. So, jetzt kommt das wieder. Ha! Da wird's mich nicht erwischen, ne? Ah ne, wird mich da erwischen. Okay, ah, ich weiß, was man machen muss. Okay, gut. Zweiter Ton. Aber bis jetzt immer noch gut. Das Thema ist einen Ton. Wir müssen ganz nah ran, denke ich jetzt mal. Weil klar, die Säule bricht in unsere Richtung weg. Und wir hätten eigentlich in der Geschäft reinlaufen sollen. Theoretisch könnte ich ja das Gebäude wieder reinlaufen. Aber jetzt fällt euch auch mal auf, dass da hinten die Erdbeben, Mann, ihr Heinis, Mann. Vielleicht stört es euch doch jetzt auch mal. Weil die sind ja so entspannt, so relaxed laufen sie alle hier rum. Weil theoretisch, wenn ich hier hinlaufe, dann sollte es mich ja nicht erdrücken. Also hoffe ich jetzt mal. Oder doch? Tja, und was machen wir jetzt? Keine Ahnung. Vielleicht muss ich da weiter vorlaufen, aber es ist auch so schlimm für die ganzen Menschen. Aber die, ich sag ja, die sind auch einfach alle blöd, Mann. Anstatt dass sie da irgendwie weglaufen, die verstecken, nö, stehen alle ganz entspannt da. Oder wenn das Erdbeben kommt, warte. Kann das jetzt kommen? Ja, das kommt erst, wenn. Das kommt erst dann, wenn ich auf 100% weglaufen kann, gell? Ich muss mal schauen. Das ist in Ordnung. Hauptsache ich hab's dahinter geschafft. Alter, die ganzen Menschen wurden hier zerdrückt, Mann. Grausig. Okay, aber außer wir haben es hier weggeschafft. So, bleiben wir noch ein bisschen. Jetzt geht's mir wieder gut. Hey! War jetzt gar nicht mal so einfach. Ja! Merkt ja auch mal, dass hier nicht so gut ist. Ja, da war ein gerades Erdbeben, Mann. Das ist mir alle solche Helden. So. Ich will nicht eigentlich das Badezimmer benutzen. Obwohl. Oh, verzeiht. Von dem ganzen Staub, der hier aufgewedelt wird. So. Was? Ich muss warten.
durch den ganzen Staub, der aufgewedelt wird. Dadurch, durch die einstürzenden Gebäude muss ich gleich niesen, liebe Leute. Hört's halt auf. Oh nein. Bitte nicht von der Seite. Ich hasse Erdbeben, Mann. Bleib unten. Ja, okay. Ich denke, das Schlimmste ist geschafft. Oh, jetzt hat er Hunger. Ja gut, dann, was haben wir denn? Ich hätte mir mehr Essen kaufen sollen bei meinem Freund hier. So, habe ich ja wieder ein Verleben. Okay. Der Hunger, der Hunger. Ja, genau. Der Hunger, der treibt's rein. So. Busstopp. Ja, ich glaube aber heute wird uns der Bus nochmal allzu weit bringen. So. Tja, das ist auch furchtbar. Die ganze Bahn ist ja eingestürzt. Schauen wir mal. Vielleicht gibt. Da wollte ich mich auch dazu stellen. Ganz entspannt laufen wir da jetzt durch. Durch den Pfad der Leichen. Hey, aber ihr seid ja auch. Ich ganz ernsthaft, Mann. Also die anderen, die waren halt immer panisch und haben sich um die Ecke gestellt. Aber die stehen ja alle ganz relaxed hier und als wäre nichts gewesen. Ich glaube übrigens, ich weiß, wo wir hätten hingehen müssen. Nämlich da war U-Bahn-Eingang. Aber ich wollte jetzt eigentlich schauen, ob ich hier noch jemandem helfen kann. Aber scheinbar brauchen die Menschen keine Hilfe. Und die eine macht Selfies, Mann. Alter, Mann. Ich hasse die Menschen in dem Spiel, Mann. Aber so viele Menschen leben hier auf einen Schlag ausgelöscht. Deswegen nehmen wir das anscheinend. Ich schau mir lieber unseren Hauptcharakter an. Und schrei hoi. Hoi, hoi, hoi. Nee, aber wirklich. Ich denke mir, da drüben explodieren die Häuser. Alles schützt sein. Und so einen halben Kilometer weiter. Ach, heute ist ein schöner Tag. Dann gehen wir erstmal zur... Diesen Burgerladen, nehmen wir uns einfach mal McDonalds, gehen Leute einfach shoppen. Nun gut. Nein, ich dachte, ich kann es da rein. Okay, City Tracker. Dann versuchen wir es mit der U-Bahn. Wieso zwingen Gottes Namen die U-Bahn abgeschlossen ist, habe ich jetzt auch nicht sofort verstanden, aber nun gut. Okay, gut. The subway entrance was open, possibly due to the earthquake, so I went inside. Denn wenn kein Erdbeben ist, dann sind in Japan die U-Bahn nämlich zu. Die sind nur für Erdbeben gedacht. So, kann ich da jetzt auch wieder hoch? Okay, genau. Ja, stimmt. Wir müssen ja was für den einen Typen da holen aus der U-Bahn. Bin ich deswegen jetzt hier hingegangen? Ja, cool. Okay. Muss jetzt irgendwo zu den Spinden. Ne? So, in der U-Bahn ist logischerweise hier keine Menschenseele mehr, weil im Untergrund wird man ja am ehesten hier zusammengepresst. So. Das mit diesem... Ah, ein Bücherregal, das verstehe ich nicht. Weil überall gibt es Bücherregale, aber sie bringen uns halt gar nichts. Hier scheint aber auch nichts richtig Sinnvolles zu sein, oder? So, wenn ich da schon reingehen kann, dann wird es da irgendwas Sinnvolles geben. Wir müssen mal euch rein. Vielleicht ist hier jemand. Und ich kann jetzt da nichts rausklauen, ne? Komm schon. Du bist so ein weicher jemand. Klaus halt. Da steht jetzt auch niemand, ne? Wenn ich muss ja mein Geld reinholen, was ich bis jetzt alles verloren habe. Hier ist echt nichts, Mann. Also das regt mich ein bisschen am Spiel auf, Mann. Du hast überall Gegner, wo du hingehen kannst und denkst dir, okay, das ist ja sogar halbwegs ein Secret hier, wo du dich erdücken musst und dann ist da gar nichts. Passt ja kaum ein fetter Rucksack durch. Na gut, liebe Leute, mehr gibt es hier scheinbar jetzt auch nicht. Hier zumindest hier oben. Das heißt, wir müssen tiefer in die U-Bahn tunneln. Das wird natürlich ein sicherer Marsch werden, doch bevor wir da weit nach unten marschieren, machen wir jetzt erstmal einen kleinen Cut. Und dann würde ich sagen, geht's beim nächsten Mal weiter mit. Oi! Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Ciao.